Hallo und herzlich willkommen zurück zum Linux-Tutorial für Anfänger. In der letzten Episode haben wir uns Bash angeguckt. Heute gucken wir uns ein ganz spezielles Bash-Skript an. Und zwar die .bashrc. Wenn wir hier mal ls machen, beziehungsweise ls reicht nicht, wir brauchen ls-a, dann sehen wir hier, dass wir eine, Moment, wo ist sie? Da, .bashrc haben. Und das ist ein Bash-Skript, das standardmäßig eigentlich so gut wie jeder Benutzer hat, der Bash verwendet. Also machen wir mal nano.bashrc und wir sehen, dass da schon einiges drin steht und da seht ihr vielleicht auch, dass man in solchen Bash-Skripten ein bisschen mehr machen kann, als einfach nur Befehle ausführen. Vielleicht mal ganz kurz erwähnt, überall wo hier so ein Hash vor ist, also diese Zeile hier zum Beispiel, das ist auskommentiert. Und hier gehen wir nach ganz unten einfach, dann demonstriere ich das mal. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel Echo schreibe, Echo bla, dann würde das ausgeführt werden. Wenn ich jetzt aber einen Hash davor mache, dann ist das Ganze auskommentiert und wird beim Ausführen ignoriert. Also es ist ein Kommentar. Gut, ansonsten, was hat es mit dieser Bash-RC auf sich? Die Bash-RC wird jedes Mal ausgeführt, wenn ihr Bash startet. Das heißt, angenommen, ich schreibe mir einfach mal Echo bla hin, dann Steuerung S und jetzt öffnen wir ein neues Terminal, dann sehen wir, dass hier oben bla steht. Und wenn ich nochmal Bash eingebe, dann kommt nochmal bla. Dann kommt nochmal bla. Das heißt, man kann hier immer Sachen reinschreiben, die man jedes Mal erstmal haben will. Das können dann auch irgendwie Variablen oder sowas sein, die man dann weiterverwenden kann. Ganz speziell finde ich, sind Aliases ganz praktisch. Wir können mal ein bisschen hochscrollen, hier sind nämlich schon einige. Zum Beispiel LL, LA und L, das sind dann solche Aliase für LS. Die sind standardmäßig hier drin. Das gilt übrigens nicht für jede Distribution. Das Ganze hier liegt an Linux Mint. Linux Mint hat das standardmäßig hier so eingestellt, wie es ist. Bei anderen Distributionen kann es hier ganz anders aussehen, vielleicht sogar leer sein. Bash funktioniert auch ohne das alles hier. Hier ist übrigens dann auch irgendwo, müsste ich jetzt finden, keine Ahnung, wo das jetzt steht, definiert, dass das hier so aussieht, wie es aussieht. Also dass hier jetzt erst Yuto, also mein Benutzername, dann ein Add und dann der Hostname der Maschine und dann hier dieses Dollarzeichen, auch dass hier dann der Pfad angezeigt wird und so weiter und so fort. Das ist alles in der Bash-RC definiert. Das ist nicht standardmäßig vom Bash so. Also, nochmal zurück zu Alias. Ein Alias ist eigentlich ganz praktisch, denn damit kann man irgendwas zu irgendwas anderes machen. Beispielsweise machen wir mal ein Alias bla. Ist gleich und jetzt hier in einfach nur doppelten Anführungsstrichen, ist egal, wir nehmen hier mal einfache. Und dann können wir ja Echo bla zum Beispiel draus machen. Wenn wir das jetzt abspeichern und jetzt hier mal in einem neuen Terminal einfach eingeben bla, dann sehen wir, dass das Ganze umgeformt wurde zu Echo bla. Also ich kann ja auch bla machen, wenn ich jetzt, wohlgemerkt, wenn ich das jetzt mache, dann ist es natürlich nicht neu. Erst wenn ich das Terminal neu starte, beziehungsweise Bash neu starte, dann wird die Bash-RC erst wieder durchgelaufen. Und dann kann ich wieder bla eingeben, dann sehen wir, dass jetzt auch das hier ausgeführt wird. Das ist der Vorteil von einem Alias. Ein Alias, den ich immer ganz gerne mache, ist Update. Und da kann man jetzt zum Beispiel einfach mal reinmachen, sudo apt update und sudo apt upgrade. Und mit minus y können wir dann direkt bestätigen, dass wir gar nicht gefragt werden, ob ja oder nein. Und sudo apt auto remove minus y und sudo apt auto lean-y. So, nee, ich muss natürlich mit den richtigen Anführungsstrichen noch schließen. Genau, wenn wir das jetzt abspeichern, nochmal kurz hier dieses und. Und bedeutet, dass wir einen weiteren Befehl machen. Also nochmal kurz ein anderes Beispiel. Alias bla ist gleich echo bla und echo blub. Wenn wir jetzt das mal abspeichern, dass wir neu starten und jetzt hier einfach mal bla eingeben, dann sehen wir, dass beide Befehle ausgeführt werden, und zwar nacheinander. Das bedeutet dieses und. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier zum Beispiel einfach mal Update eingeben. Und dann sehen wir, werden wir nach unserem Passwort gefragt. Dann würde erst geupdatet werden. Das müsste jetzt soweit sein. Und jetzt würde er Upgrade ausführen und so weiter und so fort. Ich breche das Ganze mal ab, denn ich habe diese Maschine schon lange nicht mehr geupdatet. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Gut. Mehr will ich dazu jetzt auch erstmal gar nicht loswerden. Wie gesagt, man kann dann eine ganze Menge mit anstellen, aber das sind dann Sachen, die ihr dann irgendwie selbst ergründen müsst. Wenn ihr irgendwas braucht, dann könnt ihr es einfach reinschreiben. Auf jeden Fall wäre es dann für heute schon wieder gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!